Also sobald jetzt der Druck hier in Maintenance, hier links drüben, in der Specimen Chamber auf 5 mal 10 hoch minus 4 gefallen ist, und erst dann, wirklich erst dann, dürfen wir hier auf On drücken. Was dann hier passiert ist, dass hier in dieser Gun das Ventil hier aufgeht und dann der Elektronenstrahl geht. Ich mache das mal und dann kann man das hier unten gleich sehen. Also ich gehe hier auf On jetzt und dann wird man hier sehen, wie das aufgeht. Und dann ist der Elektronenstrahl hier und geht auf den Faraday Cup, auf den Probe Current Detector und misst dann hier den Strom. Und das können wir dann hier sehen. Also hier wird der Strom gemessen. Im Moment haben wir hier 20, knapp 20 Nanoampere. Noch ganz kurz hier unten, der Druck wird auf bis 1,3 mal 10 hoch minus 4 fallen. Das ist der typische Druck, den wir hier haben. Idealerweise fängt man natürlich auch dann erst an zu standardisieren oder zu messen. Denn sonst kann es sein, dass der noch ein bisschen Gasmoleküle in der Säule sind, vielleicht Elektronen abgelenkt werden und wir dadurch vielleicht etwas reduzierte Counts bekommen. Nur deshalb. Aber man kann natürlich anfangen, schon mal Bilder zu machen und so weiter. So, jetzt gibt es hier, jetzt sehen wir hier noch das Fenster. Das ist ein Auflichtbild. Da können wir hier Licht anmachen und ausmachen. Es dauert immer ein bisschen, wenn man hier drauf drückt. Ja, das muss ich natürlich hier machen. So, das dauert natürlich, wenn man hier drauf drückt, auf diesem Auflicht. Und man kann das Licht wieder anmachen. Also das ist der Auflichtmonitor hier. Okay, dann gibt es zwei Fenster. Einmal dieses Fenster hier und da steht hier oben PC. Einfach nur für Personal Computer, einfach nur PC. Und das ist SEM. Das ganze Fenster hier ist im Grunde genommen, ich schiebe das mal ein bisschen rüber, ist im Grunde genommen für ein Rasterelektronenmikroskop. Deshalb steht hier SEM für Scanning Electron Microscope. Und dann gibt es ein zweites Fenster und da steht dann EPMA. Das alles hier ist praktisch die Mikrosonde. Also das, der Teil der Mikrosonde, also die Spektrometer und so weiter. Jetzt wollen wir uns erstmal nur mit dem linken Fe oder nur das linke Fenster hier anschauen und was wir hier sehen. Also hier oben, das haben wir gerade angemacht. Dann sehen wir hier die 15 kV. Hier gibt es ein Dropdown-Menü. Da kann man sich auch andere Anregungsspannungen aussuchen von 5 bis 30 kV. Brauchen wir jetzt nicht. Dann gibt es hier den Strom. Den Strom kann man an verschiedenen Stellen kann man, es gibt, das kann man jetzt nicht sehen, gibt es so ein Control Panel, wo so Knöpfe dran sind, da kann ich den Strom hoch und runter drehen. Ich mache mal kurz, ich drehe einfach mal an den Knopf, den man wie gesagt nicht sehen kann, ein bisschen hoch, dann geht der Strom ein bisschen hoch. In die andere Richtung geht der Strom dann einfach ein bisschen runter. Dann drehe ich den wieder auf ungefähr 20 Nanoampere zurück. Jetzt wollen wir uns natürlich mal was angucken. Jetzt gibt es hier so drei Knöpfe: Observation, Comparison Analysis. Und wir gehen jetzt hier auf, oder sind jetzt hier auf Observation. Und jetzt sehen wir noch nichts, weil dieser Faraday Cup hier noch drin ist und dieser PC, den kann man hier, wenn man draufklickt, draus machen. Meistens macht man es, es gibt auch einen Knopf auf dem Control Board, das hier liegt. Das ist dann meistens einfacher. Das mache ich jetzt auch mal kurz, mache ich mal auf. Und dann können wir hier ein Bild sehen. Hier unten steht jetzt SEI, also ist ein SEI-Bild. Das ist ein Meteorit, das ist jetzt keine besonders schöne Stelle. Diese Meteorite sind auch immer relativ schwierig zu präparieren, weil sie so eine feinkörnige Matrix haben dazwischen drin und so weiter. Aber hier können wir mal rein fokussieren und das sehen wir auch schon beim SEI-Bild, dass man diese dreidimensionale Struktur hier sehr gut erkennen kann. Hier unten ist jetzt die 1500-fache Vergrößerung, das sind 10 Mikrometer. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal reingehen, können wir nochmal weiter das auflösen. Und das hier ist jetzt ein Quick Mode, das sieht man hier oben, hier gibt es verschiedene Quick Modes. Jetzt gehe ich mal auf Fine. Und dann sollte das Ganze hoffentlich schon deutlich besser werden. Hier gibt es so leichte Aufladungserscheinungen möglicherweise, aber man kann wirklich erkennen, dass man hier, oder man sieht, dass man hier wirklich weit rein zoomen kann. Und jetzt sind wir hier bei einer Scalebar hier unten von einem Mikrometer. Das heißt, das hier sind alles Körner, die im Bereich von 100 Mikrometer oder sowas sind. Oder diese kleinen Körner, das alles im Bereich von 100 Mikrometer. Das können wir alles sehr gut auflösen. Dann gehe ich hier mal ein bisschen raus.
Das mache ich alles auf dem Board. Gibt so Knöpfe, mit denen man sehr gut raus und Magnification verändern kann und andere Sachen. Dann gehe ich mal auf, also so sieht das Ganze dann aus. Jetzt gehe ich mal auf ein BSE-Bild. Hier klickt man hier unten drauf und dann sieht man das BSE-Bild. So, jetzt ein bisschen Helligkeit und Kontrast verändern, damit man das ein bisschen besser sieht. Und so sieht das Ganze dann aus. Also hier haben wir solche Chondren in diesem Meteoriten drin. Und erneut, wenn wir jetzt auf Fein gehen, dann wird das Ganze auch sofort deutlich besser. Und das Erste, was man macht bei sowas, sind so ein paar Sachen mal einstellen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich gehe mal ganz gerne auf irgendwelche Risse, wie hier beispielsweise. Und dann geht man auf eine Vergrößerung von vielleicht 10.000. Also hier ist dieser Riss, den ich gerade so anvisiere. Oder der hier sieht auch nicht schlecht aus. Vielleicht nehme ich sogar den. Und dann gehe ich so auf eine 10.000-fache Vergrößerung. Und dann wähle ich hier dieses RDC aus. Dann kriegt man hier so eine feine Vergrößerung. Dann gibt es wieder so Knöpfe. Einmal für die Fokussierung, an dem drehe ich jetzt gerade ein bisschen, damit es ein bisschen schärfer wird. Ist schon ganz scharf. Dann gibt es den Stigmator, den ich hier ändern kann. An dem drehe ich auch ein bisschen rum. Sieht aber insgesamt schon ganz gut aus. Und dann belasse ich das dabei, gehe hier zurück. War schon alles sehr gut eingestellt. Also eine Riesenveränderung wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen besser, wenn ich hier auf Fein gehe. Das sieht schon ganz gut aus. Was heißt, das sind diese Chondren, die im Sonnensystem als magmatische Systeme so entstanden sind. Hier diese runden Objekte, alles helle. Das ist jetzt der Phasenkontrast. Also sehen wir hier jetzt ein Rückstrahlelektronenbild, wo diese Sachen sehr viel Eisen enthalten. Und deshalb sehr hell sind. Meteorite enthalten ja auch mal Eisen. Das hier ist so eine feinkörnige Matrix. Die dunkleren Sachen sind dann eben entsprechend wieder, oder etwas grauere Sachen sind dann irgendwelche Silikate. Hier kann man auch ein bisschen Zonierung erkennen in diesem. Das hier wäre in dem Fall Pyroxene. Ich gehe mal auf Quick, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann kann man hier sehen, dass in dem Mineral gibt es irgendwie eine Zonierung. Hier im Kern ist ein bisschen dunkler, im Rand ist ein bisschen heller. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendeine Eisenzonierung geben. Das sind alles hier diese Sachen, jetzt mal rein von der Bildgebung, die man hier mit diesem SEM machen kann. Also auf Observation gehen, dann hat man hier die verschiedenen Möglichkeiten, sich Sachen anzugucken, SE-Bild. Ja, hier kann man auch sehr gut die Strukturen sehen. Hier sieht man sehr gut Löcher. Hier, das sind Sachen, die übrigens drauf liegen auf der Probe. Ja, das sind kleine Körner, das sind Verunreinigungen, die drauf liegen auf der Probe. Das hat nichts mit der Probe selbst zu tun. Hier kann man so Löcher in der Probe sehen. Risse, die in der Probe drin sind. Das ist natürlich sehr wichtig beim Messen, dass man nicht anfängt, hier in solchen Löchern rumzumessen oder sowas. Das muss man sich davor dann schon immer mal angucken. Also, das wären diese SE-Bilder. BSE-Bilder für den Phasenkontrast. Also hier gucken wir uns jetzt nur die ganz oberen Mikrometer oder sowas an. Bei Phasenkontrast dringen die Elektronen etwas tiefer ein. Wir haben diesen Phasenkontrast hier aus vielleicht mehreren Mikrometern Tiefe und können hier sehr schön Bilder machen. Hier gehen wir auf Foto, klickt auf Foto drauf und dann wird ein Bild gemacht und gespeichert. Also so viel zur Bildgebung mit dem SEM.